Das ist die Bauteileseite der Steuerplatine. Rechts sind zwei Buchsenleisten mit jeweils 15 Kontakten, in die später der Arduino Nano mit der USB-Buchse nach oben gesteckt wird. Innerhalb des improvisierten Arduino-Sockels sind 6 Widerstände à 10 Kilo-Ohm gelötet, die auf der linken Seite gemeinsam zum 5-Volt-Anschluss des Arduino führen, der auf Pin 4 liegt. Auf der rechten Seite sind sie mit jeweils einem der Digitaleingänge Pin D2 bis D7 verbunden. Von diesen digitalen Eingängen D2 bis D7 führt gleichzeitig ein Draht zu einem Anschluss der Taster 1 bis 6, deren anderer Anschluss auf Masse liegt, sodass beim Drücken eines Tasters die logische 1 am entsprechenden Eingang gegen Masse kurzgeschlossen wird und der Eingangspegel auf logisch 0 bleibt, bis der Taster losgelassen wird. Den Schaltplan kann man auf meinem Blog Platinenbasteleien finden. Ich denke, es ist günstig, sich den Schaltplan auszudrucken, um diese Schaltung nachzubauen. This is a component side of the control board. At the right side you can see two female connectors. Each of them has 15 pins. Later on, the Arduino Nano will reside in these two slots with a USB connector at the top. Inside the Arduino socket, you can see 6 10K ohm resistors. At the left side, they are all connected to the plus 5 volt pad at pin 4. At the right side, the 6 resistors are connected to one of the digital inputs D2 through D7. These digital inputs D2 through D7 also are connected to one of the push buttons P1 through P6. The second connector of all push buttons is connected to ground, so whenever a push button is pressed, the logical high level at the corresponding pin is shorted to ground and the input stays at logical low level until the push button is released. The switching diagram can be found at my blog Platinenbasteleien. I think it's a good idea to print it out to build this circuit. Die digitalen Pins D1 bis D12 sind als Ausgänge definiert und mit den Gattern am linken Bändchen der Power MOSFETs verbunden, die unten auf der Platine in Sockeln stecken. Die Source-Anschlüsse an den rechten Beinchen liegen alle an Masse, die Drain-Anschlüsse an den mittleren Beinchen führen zu den Schraubklemmen, an denen die Verbraucher angeklemmt werden. Ich verwende für Power MOSFETs, Arduinos, Node-MCUs und Sensoren generell abgelenkte Buchsenleisten als Sockel. Sollte mal ein Teil kaputt gehen, die Schaltung erweitert oder auf eine andere Platine umgetopft werden, kann man das Teil einfach abziehen und ersetzen oder an anderer Stelle wiederverwenden. Die Farben der Kabel zu den Tastern und Gattern sind einheitlich. Orange Einheit 1, Grün Einheit 2, Weiß Einheit 3, Grau Einheit 4, Gelb Einheit 5. Lila Blassblau gibt es nur einmal, da der Zentraltaster den Einheiten 1 bis 3 zugeordnet ist und die Einheiten nur auf logischer Ebene steuert. Den Source Code für den Arduino gibt es ebenfalls auf meinem Blog. Dort gibt es auch einen Link, wo man sich die einzelnen Dateien herunterladen kann, inklusive Source Code. The digital pins D8 through D12 are defined as output pins. They are connected to the gates at the left legs of the power MOS FETs, which reside in sockets at the bottom of the board. The source pins at the right side are all connected to ground, while the drain pins in their middle lead to the blue screw type terminals at the outer left side of the board, where loads are connected. I generally use those female connectors cut to the required length as sockets for power MOS FETs, Arduinos, Node MCUs and sensors. If one of them dies, it is a simple task
to replace it. Sockets especially become handy if the circuit board is redesigned or expanded. Just plug all parts out and insert them at their new home. The colors of the wires to the push buttons and MOSFET gates are assigned to the units. Orange to unit 1, green to unit 2, white to unit 3, gray to unit 4, and yellow to unit 5. There is only one blue wire because the central push button is assigned to units 1 through 3. It controls those units on a logical level only. The gates are connected to the pins assigned to the first three units. Und hier noch ein Test, bei dem mein LED-Platinchen, das ich zuvor vorgestellt hatte, zum Einsatz kommt. In here a test where my LED circuit I introduced some videos before is used as a handy tool.